Was geht ab, meine lieben Freunde? Ein hier und herzlich willkommen zum nächsten GTA 4 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, euer Öni ist wieder zurück aus der Gamescom, Alter. Ich habe jetzt eine Woche lang keine Videos aufgenommen. Alle Videos, die ihr gesehen habt, waren alle vorproduziert. Und jetzt ist das natürlich wieder ein ganz komisches Feeling, nach einer Woche wieder Videos aufzunehmen. Ich habe richtig Bock, Alter. Es war eine geile Zeit auf der Gamescom. Ich werde auf jeden Fall die Tage in den nächsten COD-Videos über die Gamescom reden, euch einiges erzählen und sowas. War auf jeden Fall Hammer, euch alle mal zu sehen, hier mit euch Fotos zu machen, mit euch zu labern. Das war eine verdammt geile Zeit. Natürlich auch mega anstrengend teilweise, aber auch richtig geil, Mann. Und ja, Freunde, ich habe vorhin schon angefangen, das Video aufzunehmen und habe gesehen, der hat den Ton nicht mit aufgenommen. Das war ziemlich blöd gewesen, deshalb sind jetzt eine Mission ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Und die habe ich jetzt, die jetzt Mission, die wir jetzt starten, habe ich vorhin noch gestartet. Aber ich habe dann direkt aufgehört, weil als sie mit dem Dialog angefangen haben, weil ich habe ja gesehen, es hat mal keinen Ton aufgenommen. Und wisst ihr, was jetzt für eine Mission kommt, Alter? Der Banküberfall, ey, ohne Witz, der Banküberfall. Und das war so eine geile Mission. Ich konnte mich davor wirklich noch erinnern daran, vor 10 Jahren, wo ich das gemacht habe. Und eine Sache wollte ich noch sagen, Leute. Ich wollte mich erstmal rechtfertigen. Und zwar, in der vorletzten Folge habt ihr oben links gesehen, Cheat aktiviert, ne? Und da muss ich sagen, ich habe gecheatet, Leute, das habe ich. Aber ich habe gecheatet, weil ich im Stress war. Und ich habe einfach den Fahndungslevel weggecheatet. Ich kann euch mal gerne zeigen. So, ich gehe mal hier auf meinen Dings. So, ihr seht Cheats. So, ihr könnt ja nur sehen, Fahndungslevel-Cheats. Fahndungslevel runter. Weil ich war im Vorproduzierungsstress. Und ich habe euch das sowieso nicht im Video gezeigt, wo ich für den Bullen abgehauen bin. So, also warum soll ich mir dann unnötig Zeitdruck machen, vor den Bullen abhauen? Ich hatte 2 Sterne Bullen oder so, anstatt einfach das schnell wegzucheaten. Weil ich habe euch versprochen, ich werde niemals cheaten während der Mission oder sowas. Oder irgendwie mir Leben ercheaten, Waffen ercheaten, niemals. Sogar ich habe mir wirklich noch nie Leben ercheatet. Das könnt ihr daran sehen, hier sind immer alle Cheats eingetragen, die ich eingegeben habe. Und das ist das Einzige. Und deshalb sind da so viele ausgerastet, das habe ich überhaupt nicht verstehen können. Deshalb, Leute, überlegt immer zweimal, bevor ihr etwas schreibt, Alter. Weil was da wieder teilweise geschrieben wurde, das war echt übertrieben, Mann. Also das muss nicht sein, Leute. Uncharted ist neu rausgekommen. Call of Duty World War 2 Beta ist da. Und das wird alles morgen kommen. Ich werde jetzt wieder richtig durchziehen, Alter. Ich habe übertrieben Bock. Und jetzt geht's los mit der richtig geilen Mission. Genau hier habe ich vorhin aufgehört. Und jetzt geht's los, Mann. Alter. Die Mission machen wir heute. Die wird richtig geil, Mann. Nico, these are my 2 brothers. Well, 2 of my brothers. The 2 that count. Derek and Gerald. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry? Jerry's the man. Jerry. You remember Michael, St. Michael? Yes, yes, it's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister? That ain't good enough. Well, it's voll der Riese, der Typ da, ne? He's a good lad, Jerry. Nur am Koks ziehen, Alter, da, was macht der da? Und dann nehmen wir noch einen Joint am Rauchen, ey, die sind noch krank. Und dann noch Rille machen, ey, die machen ja alles zusammen. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brothers, sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother, Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm. If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes me. Ah, no problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Der Typ ist anders, der macht Rille, der zieht Koks und raucht einen Joint. Alter. And you? Nothing personal, but don't fuck with my family. Or I will fuck with yours. Der Nico denkt sich gerade, ey, hau ich dem jetzt eine rein oder nicht? Junge, Junge, Junge. Da denke ich so, okay, der hat Glück gehabt. Den hätte ich am liebsten eine reingehauen gerade. Auf jeden Fall, Leute, wo wir gerade wieder Nico Bellic sehen, erinnert mich ja immer ein bisschen so an Conor McGregor und Jason Statham. Der Kampf von McGregor gestern, der war so scheiße, Alter. Muss man wirklich sagen, ich fand den einfach nur Schrott, diesen Kampf. Und ich sag euch auch warum. Es hat einfach null Bock gemacht, das Ganze zu schauen. Es war einfach wirklich Schrott gewesen, ey. Muss man leider sagen, Mann. Keine Ahnung, Mann. Ich will jetzt nicht zu viel hervorheben, aber man könnte sogar vielleicht schon sagen, dass der Kampf gekauft war. Ich weiß es nicht, aber ja, es war nicht. Oh, guck mal, jetzt haben wir die Bullen am Hals. Das ist gar nicht gut, Mann. Guck mal, jetzt zum Beispiel würde ich nicht cheaten, weil wir sind jetzt ja gerade mitten in der Mission. Deshalb sollen die Affen jetzt mal schnell einsteigen. Steigt ein. Digga. Ey, Michael ist tot.
Das Pech geht wieder los, Alter. Ich fasse es nicht, ey. Das ist nicht wahr. Habt ihr das gesehen? Der hat einfach gerade unseren Kollegen überfahren. Das Pech geht wieder los, Alter. Ich fasse es nicht. Oha. Aber das ist das Geile, Mann. Merkt ihr das? Es startet sofort. Das Spiel geht los. Alles geil, Mann. Alles easy. Hol deine Partner ab. Kommt doch her, Mann. Die müssen doch noch rüberkommen. Yeah. Oh. Ey, was für Hunde, Alter. Ne? Guckt euch das mal an, ey. Die wollen wirklich... Ja, komm, jetzt bewegt euch mal hier. Guck mal, das war das Lustige mal bei GTA 4. Soll ich sagen, was ihr machen könnt? Ich zeige euch das mal. Guck mal, ihr könnt immer einen perfekten Kreis machen, als ob das so ein Zirkel wäre, wie in der Schule. Seht ihr das? Immer einen perfekten Kreis. Ich hab den jetzt ein bisschen verkackt, aber sonst ist der eigentlich immer zu 90% perfekt. Guck mal, wie geil, Alter. Okay, wir fahren jetzt dahin. Liest unten mit, Leute, das ist wichtig, Alter. Boah, ich hab so Bock auf diese Bankmission, ey. Ich schwör's dir, genau an diese Mission erinnere ich mich noch, ne? Wirklich. Das ist so krass, Mann. Es ist schon über 10 Jahre her. 2007 habe ich das gezockt. Das letzte Mal GTA 4. 10 Jahre, ey. Verdammte Scheiße. Morgen werden also schön zwei Videos kommen, Leute. Habt ihr richtig gehört? Zwei Videos. Einmal schön World War 2 und einmal schön Uncharted The Lost Legacy. Ey, Junge, das wird so geil werden, ey. Uncharted wieder, ey, diese Zeit, Uncharted, Mann. Es ist heute auch schon ein Jahr her, wo ich Uncharted 4 hochgeladen habe. Ein Jahr ist es ja, über ein Jahr. Verdammte Scheiße, über ein Jahr. Ich könnte wieder ausflippen, ne? Es war mit einer der geilsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Uncharted. Es ist echt schade, dass dieser Teil oder dieses DLC, das jetzt kommt, ohne Nathan weitergeht. Es ist echt schade, Mann, Alter. Aber es kommt bald noch The Last of Us 2 und alles. Oh, es wird so krass werden, ey. Ey, ich liebe diese Spiele einfach nur so sehr vom ganzen Herzen. Könnt damit gar nicht aufhören. Niemals, Mann. Die labern jetzt gerade zu viel Scheiße. Wir sehen uns einfach gleich, Mann, Alter. Die labern gerade, was die machen. Lasst euch einfach überraschen, Mann. Ich lasse mich auch überraschen. Dann sehen wir uns gleich bei der Bank wieder, ey. Junge, Junge, ey. Leute, bevor wir da ankommen, würde ich mal sagen, gehen wir mal in den Waffenladen. Also, guck mal, wenn ich euch sage, ich cheate nicht, dann cheate ich nicht, Mann. Und, fand ich echt wirklich übertrieben, Leute. Und wie gesagt, denkt bitte nochmal zweimal nach, bevor ihr so einen Kommentar schreibt. Ich wurde auch teilweise beleidigt. Ey, du Wichser, warum cheatest du? Du hast gesagt, du cheatest nicht. Und dabei, Leute, habe ich nur gecheatet, damit ich alles vernünftig hinbekomme. Und es war nicht mal eine Mission oder sowas, ne? Das ist ja gerade auch noch das Ding. Es war nicht mal eine Mission. Hatte ja keinen... Digga, wann liegt denn hier so alles rum? Ich brauche eine panzersichere Weste am besten. Da liegt doch einer, oder? Es ist voll dunkel, der Laden hier, ne? Warte mal, nehmen wir mal die Weste. Jawohl, Alter, das ist... Ah, wir haben mich schon gekauft, oha! Wir haben, boah, $63.000, Alter. Präzisionsgewehr kaufen wir uns mal. Was kaufen wir uns noch Schönes? Gucken wir einfach. Vielleicht noch ein paar Granaten oder so. Ich weiß damals noch, die Mission war echt ziemlich schwer gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt für mich sein wird. Aber damals war es schon echt schwer gewesen. Aber komm, das passt erstmal schon. Wir gehen jetzt zur Mission, Leute. Bis gleich. Mal gucken, ob ich mich noch an diese Bank erinnere, Alter. Ich bin gespannt, ey. Ja, Mann, genau hier. Bank of Liberty. Ey, Leute, das ist so krass, ne? Wenn ihr wirklich nach 10 Jahren wieder dieselbe Stelle seht und euch daran erinnert, das ist einfach so krass, Mann. Ich schwör's euch, ey. Unfassbar. Ich bin doch hier. Ey, jetzt müsst ihr da mit dem Auto hinfahren. Guck mal, solche Sachen, ne? Die könnten... Ey, da... Ich echt wieder ausflippen, ne? Oh, komm, ich muss mit dem Auto da reinfahren. Ja, es tut mir leid, bitteschön. Der Augenblick der Wahrheit. Boah, der Banküberfall geht los, Mann. Ey, merkt ihr, Leute, wie motiviert ich wieder bin? Ich hab so Bock, Alter. Ich bin die ganze Zeit schon immer motiviert. Wenn ich da so Kommentare lese, der hat sich verändert, der Typ. Nein, immer derselbe. Ich bleib immer derselbe und bin derselbe. Ich verändere mich für nichts und niemanden, Alter. Macht euch keine Sorgen, Mann. Ich bin nicht mehr so gut, Alter. Ich bin nicht mehr so gut, Alter. Ich bin nicht mehr so. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe. Open the door. Open the door. Open the door. Open the fucking door. Okay. Okay. Wait a minute. I got it. Oha, das sieht aus wie The Rock. Das sieht aus wie The Rock Dwayne Johnson, Alter, in seinen jungen Jahren. Guckt den euch genau an, get bitte. On the floor. Das ist doch The Rock, now, Alter. But sir. You too. Okay. Okay. You too. Gib mal YouTube, Bruder, YouTube. Hey, yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? Luis. But this ain't such a good idea, yeah, bro. Really, yeah? Is that they thing? Said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places. But I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Thumbnail. Come on.
Warte, Digga, jetzt wird ja so die Post abgeben, glaube ich. Ne? Ich kann mich nicht mehr daran genau erinnern, aber ich kann ein bisschen erinnern, dass es eine geile Mission war. Now listen, people, we're your friends. Me and my brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody Ireland. Jetzt hat er noch Irland gesagt. Ey, jetzt hat er gesagt, dass die Brüder sind, dass sie aus Irland kommen. Er sagt direkt, wo ihr wohnt. Tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Oha! We told you not to fuck with us! Ach, scheiße, der Hund, Alter, ey. Shit! Michael! Saint fucking Michael! Ach du Scheiße, Alter. Fucking shit! Get the money! So, jetzt geht's los, Mann. Jetzt geht's los, ey. Ich hab richtig Bock, Alter. Komm, Leute, let's go, let's go, let's go. Nach einer Woche GTA-Pause geht's jetzt endlich weiter. Also, ihr habt die letzte GTA-Folge ja vorgestern gesehen. Oha, wir haben 5 Sterne Bullen. Guck mal, wisst ihr, was jetzt scheiße wäre, wenn ich jetzt so mache? Also, aufs Telefon gehe, Cheats und das hier drücke. Das wäre dann echt Bastard-Aktion von mir, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber sowas mache ich nicht, Mann. Und deshalb, wie gesagt, Leute, immer schön chillen. Boah, guck mal, dieses ganze Geld hier an, ey. Junge, Junge, Junge. Mal gucken, ob da jetzt oben rechts irgendwas steht von plus 500.000 oder sowas, ey. Bin ich mal jetzt echt gespannt, ey. Warte. Ja, der spaziert da einfach ganz chillig raus. Bank of Liberty. Nee, oben steht nichts von Geld. Okay, ja, let's go. Wohin müssen wir jetzt raus, oder wohin? Eieieiei. 5 Sterne Bullen, die kommen jetzt mit Panzer, die kommen mit Hubschrauber, die kommen mit Bullen, die kommen mit allem, Alter. Eieiei. Muchas carambas! Oi, oi, oi! NCPD. Oh, der überfährt ihn fast. Oh nein. Gotti! Die sind nuts. Der McGregor-Kampf war gestern scheiße, muss man sagen, Alter. Dafür bis 8 Uhr morgens wach geblieben, ey. Man voll lange gepennt, ey. Es war Katastrophe, ey. War wirklich die reinste Katastrophe, ne? Ja, super. Und jetzt? Die haben das ganze Gebäude umzingelt. Oha, okay, jetzt geht's ab, Leute. Schieß, schieß. Einfach das Auto abballern, oder? Das muss so explodieren. Jawohl. Auf den Motor ballern da drüben. Boah, jawohl, Alter. Guck mal das. Jawohl, Alter. Ich mach jetzt kurz einen Prozess mit denen, Leute. Ich schwör's euch. Zack. Wo sind die anderen? Die sind schon vorgegangen. Da, auf den Motor ballern. Wenn die zu weit weg sind, hauen wir einfach die Sniper raus. Hierher, du Lappen. Oha. Da, der Motor. Geht drauf. Sehr stark, sehr stark, sehr stark. Los, gut, los, gut. Nochmal da. Boah, wie Bock das macht, Alter. Ey, Junge, ich bin halt so im Modus, Mann. Oha, ich brenne. Warum brenne ich? Hallo. Alter, was ist das denn? Digga, der brennt. Hallo. Was geht hier ab, Mann? Ey, 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 ey. Digga, der ist einfach am Brennen. Alter, ich hab voll viel Leben verloren. Ey, ich schwör's, ich hab so viel Leben gerade verloren. Habt ihr es gesehen? Was war das denn? Alter. Na super. Ich könnte jetzt echt ein paar Granaten gebrauchen, ne? Jetzt zeige ich euch das jetzt mal. Haben wir vielleicht noch Granaten übrig? Jawohl, da sind doch mal welche, ey. Junge, Junge, Junge. Guck mal jetzt. Genau die brauchen wir, Alter. Guck mal jetzt. Hier wird alles in die Luft gehen. Guck mal jetzt. Boom. Soll ich noch die Sniper raus? Ey. Boah, Quickscope. Der Bellic hier am Quickscopen. Guck mal jetzt hier, warte. Ey. Ey, du Hund, Alter, warte jetzt. Okay, warte, nehmen jetzt wieder ein Maschinengewehr. Schieß doch. Ey, jetzt fucken die mich richtig ab, ne? Ich mach jetzt kurz einen Prozess mit denen. Ey, guck mal, ich hab wieder voll viel Leben verloren, Alter. Oha, Fitzgerald, Alter. Junge, jetzt kommen auf einmal alle um die Ecke. Okay, wir dürfen nicht zu sehr... Folge Patrick und Derek. Ey, warum schießt du den nicht ab? Ey, manche werden gar nicht auf der Karte angezeigt. Oha, es sind zu viele Cops, macht den Weg frei. Alter, von allen Ecken, ne? Von allen verdammten Ecken. Nimm das hier, Hunde, Alter. Hier, schmeiß die da hin. Oha, von hinten sogar auch noch, von hinten. Digga, zeig schon die Pistole. Alter, so wie hier die Post abgeht, ne? Ey, das ist aber echt eine geile Mission. Folge Patrick und Derek. Schneller Patrick, Derek. Komm, komm. Ey, wir haben noch so wenig Leben, ne? Das wird richtig knapp werden, Leute. Ich schwör's euch. Egal, wir kriegen das hin. Wo sind die ganzen Bullen? Oha, da hinten. Oha. Ey, wir haben wieder Leben bekommen. Woher haben wir das Leben her? Seht ihr das? Woher haben wir das Leben auf einmal her? Was ist das denn?
komm, 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 weiter, weiter. Das ist eine verdammt geile Mission. Ey, warum kann man nicht einfach manuell auf den Wagen jetzt zielen? So wie jetzt, genau. Dass der explodiert. Warum explodiert der nicht, hä? Er explodiert oder du sch... Ja, okay, leck mich am Arsch, Alter. Der will nicht explodieren. Wo sind die anderen Jungs hin? Ich glaube, die sind hier, oder? Oha. Ah, die kommen von der anderen Seite. Ich komme jetzt von hier und überrasche die alle einfach. Oha, da. Gadi! Oha, auf einmal überall sind die oben, unten. Der ist eh tot. Schießt die alle ab, die fallen runter und sterben sowieso. Jawohl, Alter, wir sind gerade gut am Marschieren hier. Zack, hab ich. Let's go, let's go. Also ich schwör's euch, Leute, irgendwie sagt mir... Boah, ich weiß nicht mehr. Bisschen kommen mir gerade so Déjà-vu-Teile hoch. Ich glaube, wir gehen sogar gleich in die U-Bahn oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas sagt mir was von U-Bahn. Ich weiß es nicht, Alter. Mal gucken, ob es stimmen wird, ey. Ob ich mich daran erinnere, 10 Jahre zurück, 10 verfickte Jahre zurück. Warum explodieren die Autos nicht mehr? Check ich nicht. Verstehe ich nicht. Ey, Nico, was machst du da? Nico Bellic! Eieiei, haben wir es jetzt geschafft, oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt kommt der Kampf gegen den Helikopter bestimmt. Gadi! Doch, ballern den einfach ab! Oha, eine richtige Zeitlupe hier. Guck mal, die gehen doch in die U-Bahn, oder? Emirates Station. Ey, Digga, das ist zu krank, Mann. Es ist zu krass. Ey, ey, was macht... Ey, ist der dumm? Ich schwör's dir, was... Boah, ich hab gedacht, der Baller... Ey, krass, Mann, guck mal. Ey, ich hab mich wirklich wieder zurück... Ey, das ist... Ich weiß, sowas feier ich richtig, ne? Dass ich mich einfach wieder daran zurückerinnere. Oha! Kommt der denn auf einmal her? Ey! Hier ist auf einmal das Spiel flüssiger unten, ne? Weil da nicht mehr so viel Action ist. Guck mal. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach flüssiger gerade, also ist flüssig. Oha, jetzt geht's wieder weiter hier. Das läuft aber gerade echt richtig flüssig, Alter, muss ich schon sagen. Hier, in deine Fresse rein. Richtiger Fitzgerald hier. Hab ich. Wir räumen jetzt einfach hier ab, Mann. Wir räumen jetzt einfach ab hier. Kommt doch alle her. Oha, das sind diese Special Force Einheiten. Oh nein, oh nein. Oh, 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 oh. Zurückzug. Schieß doch, lad doch nach, Mann. Digga, ich hab keine Munition mehr, ne? Ey, fuck, ich hab keine Munition mehr, ich hab keine Munition mehr, schieß den ab. Oha. Ich hab nur noch Pumpgun, das ist nicht gut. Pumpgun ist nicht so gut. Digga, Digga, was macht der da? Oha. Digga, ich brauch... ganz schnell Munition wieder von der anderen Waffe, ey. Genau von der, die ist die beste Waffe hier, finde ich. Boah, wie schwer das ist hier, Alter, Junge, Junge. Da drüben. Die Waffe ist die beste, Alter, ohne Witz. Ah, jetzt kommt der Zug hier. Boah, ich freue mich auch so sehr auf das neue Spider-Man-Spiel. Der kommt auch bald irgendwann raus, ne? Und es kommt auch bald mein Merch raus, Freunde. Es kommt bald der Wann-Bald-Merch raus. Es ist auf jeden Fall ein Merch von mir noch kommen jetzt. Richtung Winter auf jeden Fall. Spätestens, aller spätestens. Jawohl, jawohl. Ey, krass, dass ich mich daran erinnert habe mit U-Bahn noch. Aber sonst weiß ich einfach nichts mehr. Absolut gar nichts mehr, ey. Boah, die verfolgen uns auch noch. Digga, nicht, dass gleich eine Bahn kommt. Wenn ich gleich eine Bahn überfahren werde, dann ist echt vorbei, ne? Digga, Digga, das Leben, unser Leben, unser Leben, unser Leben. Digga, renn weg, renn weg. Die rennen weg, die rennen weg, renn weg. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg, renn weg, 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 weg. Oha, Alter, das ist so eine geile Mission, ne? Ich schwör's euch, das macht richtig Bock, Alter. Das ist bisher die geilste Mission überhaupt bei GTA 4, ne? It wasn't anybody's fault what happened to him. And the explosive did its job. Let's go, let's go. Du bist zu weit weg von Patrick und Derek, gleich wird die Mission noch abgebrochen. Achso, wir müssen sogar hier hin. Geh rauf auf die Straße. Ey, gleich kommen noch Gegner um die Ecke, ne? Ich hab das Gefühl, dass hier noch gleich irgendwo Gegner herkommen wieder. We got some climbing to do, boys. Hold on to your money. Ja, ja, wir halten unser Money fest. Oh nein, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Boah, man sieht ja fast gar nichts, ne? Voll dunkel irgendwie. Wir müssen noch weiter hoch. Ey, Digga, der ist doch so dumm. Ey, ist der Nico Bellic manchmal, ne? Ist echt dumm, ne? Ich schwör's euch. Ich muss hier gleich einer um die Ecke kommen, ne? Da sind wir, glaube ich, schon draußen, oder? Ah ja, jetzt geht's los, ne? Wir müssen irgendwo hinfahren, glaube ich. Okay, jetzt einfach durchziehen. Oha, oh nein.
Besorg einen viertürigen Wagen und fahr zum Haus. Digga, steig ein. Yalla, 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 yalla. Komm schnell rein, Jungs. Rums rein. Sind alle drin, Fahr doch. Oh, 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 jetzt geht's los. Drei Sterne nur noch am Start. Wir haben schon ein paar Sterne abgehoben, abgehangen. Digga, diese scheiß Alarmanlage soll aufhören. Oha, hab ich einfach überfahren. Jetzt sind wir verfolgt, Alter. Scheiße. Oh, dicke Karre auf jeden Fall. Fahr ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss jetzt eine Runde fahren. Eine Ehrenrunde hier. Okay, jetzt scharfe Linkskurve. Oha, was macht er da? Ey, wir haben die Bullen gleich abgehangen. Ich schwör's, wir haben die Bullen gleich abgehangen. Wir sind nicht mehr in diesem Gebiet hier drin. Jawohl, wir haben die Bullen abgehangen. Habt ihr gesehen? Wir haben es geschafft. Also immer zu krank, Alter. Bis gleich, Leute. Wir haben es geschafft einfach. Wir sehen uns gleich beim Ziel. Nein. Oh, Mann, was ist denn eine Straßensperre? Hä, wo kommt die denn her? Ey, Leute, bitte. Das ist so unfassbar, oder? Ich feiere sowas gar nicht gerade. Auf einmal ist eine Straßensperre. Guck mal, da liegt auch so Straßensperre. Guck mal, ich jetzt abziehen werde. Einfach hier. Dankeschön für die Lücke. Ey, wie dumm sind diese Bullen hier teilweise, ne? Ich werde jetzt einfach abhängen. Ich fahre den falschen Weg. Ich habe den falschen Weg genommen. Ich bin dumm. Gar nicht gut. Egal, Mann. Das sind ja. Okay, zwei. Oh, ey. Stell dir vor, ich verkacke jetzt noch, Alter. Ich wüsste, wie ich ausrasten würde. Egal, der Weg geht auch, Mann. Jeder Weg geht. Ach, die Bullen haben auch keine Chance, Mann, Alter. Leute, alles easy. Alles easy. Ach komm, wir sehen uns einfach gleich wieder, Mann. Also, wenn ich. Das werde ich schon locker easy packen, Mann. Versprochen. So, Leute, wir sind angekommen. Ihr könnt sehen, die Bullen sind immer noch da, ne? Also, nicht, dass wieder irgendeiner auf die Idee kommt, dass ich am Cheaten bin oder sowas, ey. Ich habe es euch gerade erklärt, ich hoffe, ihr habt es alle verstanden, was ich damit meinte. Stop. Tut mir leid, Bro. Bruh. Boah. Eieiei. Lass dich nicht leid. Ich verstehe, da hängen die Bullen ab. Bitte nicht. Ich werde den Fahndungslevel. Ey. Ich muss wirklich den Fahndungslevel loswerden. Okay, machen wir das kurz, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich schwöre es euch, ich werde nicht cheaten. Oder komm, wir machen das zusammen, Alter. Wir machen das zusammen. Damit wir hier bloß keiner wieder was sagen kann. Aber Leute, ihr müsst mir einfach vertrauen bei sowas. Ne? Das ist wirklich so. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Weil ich bin. Keiner, der euch irgendwie anlügen würde oder sonst irgendeine Scheiße machen würde. Ja, also das solltet ihr auch wissen, Leute. Ist aber alles cool, alles easy, aber ich mach's jetzt trotzdem nochmal extra für euch hier. So, wir haben jetzt eh abgehangen. Einfach kurz hinfahren. Ich fahr sogar extra hier hinten in die Ecke. So, jetzt haben wir's geschafft. Wir drehen nochmal in eine Ehrenrunde. Oha, wo sind wir hin? Niemals sehen die mich jetzt. Siehst du, geschafft, Leute. Bis gleich. So, Leute, und da sind wir auch direkt angekommen, Alter. Boah. Ja, das war echt eine verdammt geile Mission, ne? You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something. Mal gucken, wie viel Para wir jetzt bekommen, wie viel Geld wir bekommen, ey. Boah, bin ich auch fast ins Schwitzen gekommen, ne? Ey. Ihr glaubt nicht, was da oben rechts gerade stand, Alter. $250,000 plus. Wir haben jetzt $310,000. Das ist einfach nur zu krank, Leute. Und ja, damit würde ich sagen, war's das hier von dieser Mission. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ey, $310,000. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber wir haben es geschafft, die Mission hier. Und genau hier machen wir das nächste Mal weiter. War eine geile Folge. Übermorgen geht's dann weiter mit der nächsten GTA-Folge. Morgen geht's dann endlich los. Mit Uncharted, The Lost Legacy. Und es geht morgen los mit Call of Duty World War 2. Freut euch drauf. Ich werde versuchen, wenn ich das zeitlich alles packe, wie immer, wie damals, wie in den letzten Monaten, jeden zweiten Tag zwei Videos hochzuladen. Check Instagram ab, Snapchat, lasst einen Daumen nach oben unbedingt da. Ich bin raus, verabschiede mich, macht's gut, haut rein und ciao!